Hallo zusammen und herzlich willkommen bei meinem zweiten Let's Play hier auf Derafins Channel zu Brickforce. Jawohl, wie ihr jetzt schon sehen könnt, es hat sich einiges getan und ich will euch auch mal eine kurze Zusammenfassung geben, was ich jetzt in den letzten Tagen getrieben habe. Und zwar erst habe ich mir mühsam eine schöne neue Waffe hier. Erstmal habe ich angefangen, das Spiel zu verstehen mit der Zeit und was so gibt und bla und blub. Und dann habe ich irgendwann mir hier diese, wo ist sie, hier diese tolle Waffe zusammensparen können mit den normalen Punkten. Dann dachte ich mir, dann habe ich mir diese komischen Sets da angeguckt, die man sich kaufen kann. Hier diese komischen, was hier, das genau, Starter-Kits. Dann dachte ich mir, oh, das Infanteristen-Starter-Kit, was da alles drin ist, was das im Laden kosten würde, wow, saugeil. Habe ich mir dann doch mal Tokens geholt, habe mir dieses Ding geholt und war total ernüchtert, dass natürlich auch die Waffen, ja, auch nicht permanent sind, sondern hier nur 7 Tage. Das habe ich mal kurz angetestet. Das werde ich bei Gelegenheit, wenn ich Bock drauf habe, mal noch antesten. Das habe ich noch nicht benutzt. Ansonsten benutze ich hier gerade diese MP ist das, glaube ich, genau. Was ist? Ist das MP? Ja? MP? MP, genau. Ich komme damit ganz gut klar. Ich habe mir dann total ernüchtert, weil ich hatte auch nicht viele Tokens. Ich wollte es nur mal antesten. Hat mir dann halt diese Waffe noch ein bisschen abgegradet für so komische Upgrade-Punkte. Jetzt muss ich erstmal warten, bis ich irgendwie höheren Level habe, dass ich da weitermachen kann. Ja, schauen wir doch einfach mal. Viele Punkte habe ich jetzt nicht mehr. Hier die Punkte, da habe ich dann gestern im Shop halt ganz viel rausgeböllert. Endlich mal für ein bisschen Ausrüstung, für individueller Aussehen. Ja, und diesen permanenten Helm, weil es da irgendwie Prozente drauf gab. Oh, aha, okay. Ach, den kann man jetzt hier im Shop kaufen. So, so. Ja, weil es hier da irgendwie Punkte drauf gab. Irgendwie, was, wo gab es Punkte drauf? Ach so, diesen Helm, Charakter, glaube ich, war es. Genau hier. Da gab es für permanent gab es da Rabatt, irgendwie 2000 Punkte weniger, die der hier gekostet hat. Den habe ich mir dann noch geholt. Deswegen, um zum Ende zu kommen, bin ich gerade auch etwas knapp am Punkten, weil ich habe auch festgestellt, dass im Shop im Verhältnis hier von diesen Force-Punkten zu Tokens diese Sachen für die Aktionsleiste relativ günstig sind für die Force-Punkte. Deswegen habe ich jetzt angefangen, mir größere Vorräte von den ganzen Items ja, zu holen für die Leiste, für die Force-Punkte, weil ich finde, die kompensieren dann das mit dem Überleben ganz gut und mit dem dann viel Umnieten dafür und viele Punkte bekommen und ja, dafür dann aber wenig für die Reparatur machen. Ja, so, aber bevor ich jetzt weiter laber, nee, Fast XP finde ich immer schon mal doof. Das habe ich auch gelernt, das habe ich am Anfang schon gelernt. Ich suche jetzt einfach mal ein Spiel, bevor ich weiter plaudere, weil das kann ja gerne mal ein bisschen dauern und sage einfach bis gleich. Wir müssen eine Mission erfüllen. Gebt alles, was ihr könnt. So, aktuell ist das Spiel, wo ich mich drin befinde, noch relativ leer, leider. Aber ich hoffe, es füllt sich jetzt noch mit der Zeit etwas. Ja, es ist, manchmal habe ich noch so Probleme, ein bisschen die passenden Spiele zu finden. Das, ja, naja, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall mittlerweile davon abgekommen. Am Anfang war ich noch so total idiotisch und habe diese komischen Fast-XP-Spiele gerne mal gejoint und so. Da stirbt man aber ziemlich oft. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, oh, da gibt es ja eine Statistik. Oh, die versaue ich mir ja total damit. Naja, gut, wird mir nicht nochmal vorkommen, so eine Spiele zu besuchen. Wow, 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 wow. Eieiei, und der hatte auch direkt Rüstung. Na super. Wenigstens böse Gegner, wenn schon nicht viele. Mal schauen, ob wir den gejagt bekommen. Ja, ich erzähle einfach noch ein bisschen lustig weiter. Das ist eh immer so eine Sache mit dem Plaudern und dabei einen Shooter zocken, wo man irgendwie konzentriert zielen möchte am liebsten. Naja, ich plaudere nichtsdestotrotz weiter. Nachladen. Ja, das habe ich mittlerweile gelernt. Ich bin ziemlich froh, dass hier Friendly Fire irgendwie nicht so wirklich funktioniert, weil dann wäre man so das eine oder andere Mal, ups, ah, Mist, tot, weil, ja. Naja, ich habe bisher wenigstens meine
Tod und Töte, Rate, wie auch, ne, Kill, Death Ratio, wie auch immer man das nennen will, immerhin auf 65% jetzt steigern können. Oh nein. Ah, Mist. Nein. Ja, aber immerhin jetzt 3 gegen 3 schon. Läuft doch. Ich mag die Karte zumindest. Da ist dann nämlich auch ein guter Punkt, den ich eh noch ansprechen wollte. Naja, heute habe ich es nicht so mit dem Zielen. Ich hätte vielleicht vorher mal mich eine Runde warm spielen sollen. Dummerweise habe ich das LP jetzt erst spontan auch wieder aufgezeichnet, weil ich das Problem einfach mal hatte. Granate. Ich bin noch nicht tot. Oh, Mist. Ah, oh, Gottes Willen. Jetzt habe ich Tränke auf Cooldown. Ich mag die Karte ziemlich, ja, aber wenn ihr Vorschläge habt für andere Karten. Ah! Oh, jetzt wird es langsam eng. Naja. So, Playground wurde schon mal vorgeschlagen, die Karte Minecraft. Ich schlage mich jetzt gerade nicht so gut, wie ich mich schlagen wollte im Video. Das ist mir aber egal. Ich schlage mich zumindest schon mal besser als im ersten Video und bin nicht komplett planlos, was ich mache, ne? Ja, ich muss mich einfach mal wieder einspielen. Ich habe das jetzt relativ spontan gemacht, wieder das Video, weil ich übers Wochenende mit dem Z&M-Dingen noch nicht ganz fertig geworden bin. Das kommt dann hoffentlich morgen endlich. Ja, ich mache dann einfach mal weiter eine Runde, weil, genau, 14 Uhr werden, nee, bis 14 Uhr werden dann hier die Server. Das war nicht so unknapp, aber ich lebe noch. Der Typ ist aber auch fies. Naja, so langsam werde ich munter, was das Spiel angeht, aber. Oh, jetzt kam es aber von allen Seiten. Mist. Und ich komme immer mal gerne auf dieses hier komische Sprechdingens da. Es erscheint dann oben links. Da wurde ich auch drauf hingewiesen. Netterweise. Ja, Granaten sind auch immer sehr gefährlich. Da wird man auch immer ganz gerne von Mitspielern schon mal getroffen. Oh, der kommt bestimmt von. Ah. Habe ich dich. So, ja, langsam erwachen doch die Aiming-Skills. Und wie ihr seht, es wurde ja in einem Comment auch geschrieben, ich soll's doch. Mist, naja, das sollte ich immer nicht so sagen. Ich soll's doch besser lassen mit dem Brick Force. Nein, das werde ich definitiv nicht. Und von wegen Zielgruppe, ich denke, dass dieses Spiel ist als Shooter in meinen Augen zeitloser. Zeitloser als viele andere Shooter, weil es halt so ein bisschen auch interessante Elemente in meinen Augen einführt. Kann auch sein, dass ich zu wenig Ahnung von Shootern habe. Ich spiele halt relativ wenig Shooter oder wie es der Kobold so treffend sagte, ja, du bist halt eher so der Rollenspieler. Stimmt. Ah, von hinten kam sie auch. Ah, die Map ist sehr offen. Ich brauche Maps, wo ich mich so schön verschanzen kann. Welche Map mag ich? Also Cube mag ich zum Beispiel. Da wetze ich dann immer schön auf dem oberen. Ups, taktischer Rückzug. Da wetze ich dann immer oben auf dem oberen Stockwerk so ein bisschen. Auf dem oberen Stockwerk so ein bisschen rum. Und ja, halt mir da ein bisschen den Arsch frei. Meistens klappt's. Ja. Meistens klappt es dann auch immer ganz gut. Ich habe mal so eine Custom-Map gespielt, so Volcano hieß die. Also die war ziemlich cool. Da war so ein Vulkan in der Mitte. Oh, hinter mir. Wie kam denn der da hin? Mist, ich glaube, da kann man einmal hinten lang und dann ist der hinter mich gekommen. Ja, ganz so gut kenne ich mich dummerweise auf den Maps nicht aus. Ich bin auch nicht sonderlich zufrieden mit dem, was ich hier heute abliefere gerade. Im Moment, ich kann mich nur immer wieder für entschuldigen, aber so habe ich immer weiter Spielraum, mich in den Videos zu verbessern. Ich habe ja zumindest schon mal ein paar Elemente jetzt verstanden. Und ich denke, zumindest Land ist in Sicht, oder? Das sah doch beim ersten Mal schon schlimmer aus und ich hatte keine Ahnung, was ich mache. Jetzt habe ich einen schicken Char.
Und zudem weiß ich auch grob, was ich tue. Wenn ich beim nächsten Mal... Ah! Aber wie sie dann auch immer von allen Seiten kommen hier. Ich habe so das Gefühl, das gegnerische Team ist dem meinigen überlegen. Ich weiß nicht, ob es nicht zuletzt an mir liegt. Ja, das war gar nicht mal so unknapp. Aber jetzt kommen sie doch bestimmt gleich wieder von... Oh. Allen Seiten. Oh no. Ah, Mist. Ja, hier und schon wieder auf diesen komischen Kommando-Dings gekommen. Ich weiß nicht, C ist das. Mist. Oh, da ist einer drin. Ha, entdeckt. So einfach nicht. Also mich kann man nicht mehr so einfach austricksen mit hier irgendwelchen Anfänger-Tricks. Was wollte ich denn noch zu Comments sagen? Genau, Abo-Battles. Abo-Battles kann man ja da mal machen. Mal schauen, wie man es plant. Wie ich es planen werde, kann. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Idee. Wow. Oh nein, jetzt kommen sie wieder von allen Seiten, oder? Wo ist denn der? Ah, da ist auch einer. Sie kommt von überall. Oh Mann, ich mache, glaube ich, einfach auch manchmal noch viel zu sehr Rambo. Okay, Win. Ja, ich habe viel geplaudert, ein Match gezeigt, was ich noch sagen wollte. Ach nee, Breakfast aufhören. Habe ich sogar schon drüber gesprochen. Ja, ich habe mir dann zu guter Letzt dann noch Premium geholt und habe mir gedacht, ich hole mir keine Tokens mehr. Ich verdiene mir jetzt alles über Punkte. Dafür nehme ich 10% mehr EP und Punkte mit. Sehr schön. Oh, und Maschinenpistole ist auf 5 gestiegen. Ich habe auch schon rausgefunden mittlerweile, dafür gibt es dann Rabatt. Ja, in der nächsten Runde dann vielleicht schon mal Playground oder Minecraft, was in der aktuellen Runde vorgeschlagen wurde. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit der aktuellen Folge. Ich verabschiede mich auf jeden Fall erstmal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Dann vielleicht wieder noch ein Stückchen besser. Ich kann es ja einfach nochmal zeigen für die Kamera, dass ich nicht ganz immer ganz so schlecht bin. So sieht meine aktuelle Kill-Death-Ratio aus. Ja. Da ist noch Potenzial drin. Mein persönliches Ziel irgendwann so 75%. Das wäre doch schon ganz nett. Ja, in dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß mit den anderen täglichen Uploads und bis zum nächsten Mal. Tschüss.